Kapitel 7. Die ersten Stimmen. Deswegen zweifelt man nicht am höchsten Element. Es hat recht. Der natürliche Lauf der Dinge. Das war nicht der Plan gewesen. An diesem fernen Ort trieb sich der Herrscher des Raumes herum. Weshalb? Er hatte doch ein eigenes Heim. Das würde natürlich einiges erschweren. Dass du dich traust, noch einmal diese heiligen Lande zu betreten, Darkrai. Und selbst Mitstreiter hast du dir gesucht. Falls du allerdings glaubtest, noch weiter zu schreiten, muss ich dich enttäuschen. Erwartet habt ihr uns also? Woran liegt das denn? Unsere Anwesenheit in dieser Welt wäre euch natürlich bewusst. Aber wusstet ihr etwa, dass ihr Informationen habt, die wir suchen? Informationen wie den Standort von Omegons Herzen. Amüsement war nicht die Antwort, welche Asche erwartete, aber jene, welche er bekam. Deswegen seid ihr an diesen Ort gereist. Ihr dachtet, eine derartige Information hier erhalten zu können. Ihr seid naiv. Sagt das Pokémon, welches einem Omegon folgt. Er ist im Unrecht. Wir folgen keinem Omegon. Du törichtes Mädchen. Du weißt selber, ganz stimmt das nicht mehr. Trotzdem werde ich mich nie als Anhänger eines Weltengeistes bezeichnen. Und doch stehst du hier und wachst seit Jahrhunderten über die Zeit deiner Welt. Es war meine Aufgabe. Aber darum geht es nicht. Ihr Sterblichen. Ihr wart uns für lange Zeit ein Dorn im Auge. Mehr, als würde man in ein Wespennest stechen. Aggressiv, ohne Sinn und auf einer Mission ohne Siegeschance. Und dabei tut ihr, was schon lange keiner mehr wagte. Und tut, was niemals jemand tat. Ihr habt euch unseresgleichen gegenübergestellt. Im Sturm und in den Schatten. Ihr habt es gewagt, Widerstand zu leisten. Ihr habt sie wahrlich getötet. Doch es war wohl zu erwarten. Damals, am Ende unseres wahren Heimes, fanden sich 4 Sterbliche. Sterbliche mit Einfluss. Doch nur Sterbliche. Wir wussten damals schon, es wäre eine schlechte Entscheidung. Es fehlte nur an Alternativen. Heute mischen sich die Karten neu. Die Sterblichen wollten unsere werden. Doch am Ende des Tages waren sie nie mehr als Nachahmer. Denn wir sind original. Wir waren jene, die im Weltenbaum des Schicksals schon Stimmen hießen. Wir wurden auserwählt von Arceus selber, vom Schicksal selber. Wir wurden geschaffen, um unsere Macht spielen zu lassen. Wir wurden geschaffen, um Sterbliche zu richten. Und das Schicksal dachte, jene Sterblichen könnten unsere Rolle nehmen. Das Schicksal hat von eurer Ankunft berichtet. Hier am Zeitturm. An jenem Ort, welchen Omegon alleinig erschuf. Um uns näher zum Schicksal zu schenken. Fern von seinem Herz. Wir kennen seinen Standort nicht. Wir mussten es nie. Denn Omegon erkannte uns, wie wir es verdienen. Er wusste, dass das Schicksal den Pfad zum Erfolg bietet. Und nun ist seine Zukunft die Wahrheit. Und ihr, die es immer noch wagen, sich dem Schicksal zu widersetzen. Ihr findet endlich eure Strafe. Seid dankbar, dass die Welten der anderen Stimmen ohnehin bald ein Ende finden. Würde das Schicksal auch durch euch Ersatz finden müssen, würde eure Strafe weit schlimmer ausfallen. So genügt der Tod. Die Stimme des Lebens des Sternlichtes. Die Stimmen des Lebens des Sternlichtes. Die Originale.
Was Asches Gruppe hier gefunden hatte, war kein Fortschritt. Es war kein simpler Kampf mit erhofftem Lohn. Es war ein Hinterhalt. Erneut das Schicksal, welches sich für die einzige Wahrheit hielt. Das Schicksal und seine Vertreter. Die Stimmen des Lebens. Ihr beiden seid also Stimmen des Lebens. Ich erinnere mich an die Erzählung der Weltengeister, als sie davon sprachen, wie sie damals als Pokémon auf euch trafen. Und euch bezwangen. Diese Niederlage wurde gerechtfertigt. Dadurch, wenn diese Pokémon letztlich denn waren. Damals waren sie Pokémon. Und dazu waren sie zu viert. Wir sind mehr. Und wir sind stärker. Es war eine mutige Behauptung. Doch vermutlich keine inkorrekte. Die Weltengeister waren damals als Sterbliche, als Wächter, stark gewesen. Aber so stark wie die Pokémon, die nun in ihrem Namen kämpften, ne? Ich muss eure Naivität enttäuschen, ne? Denn wir sind es auch. Weit. Das Schicksal gab uns Kraft, als unser Weltenbaum endete. Als es uns in Weltenbäume brachte. Diesen Weltenbaum gab es damals noch gar nicht. Das Sternlicht ist nicht euer Element. Zumal zwei Stimmen in einer Welt sowieso ein Akt der Ignoranz eures Schicksals sind. Seid nicht närrische. Es stimmt. Mein Element ist nicht das Sternlicht. Es ist das Schicksal. Denn ich bin die Stimme des Schicksals. Weiterhin als sein Bote bleibend. Palkia hingegen ruhte. Nach dem Ende unseres Reiches. Ich ruhte, bis Omegon wurde. Und dann nahm ich meine rechtmäßige Rolle als Stimme erneut ein. Als Stimme des Sternlichtes. Doch sind eure Worte wahres Interesse? Oder nur verschwendete Zeit? Es ändert nichts. Ihr habt zu viel getan. Ihr seid dem falschen Pfad gefolgt. Und dieser führte euch hierher. Nun, ich muss zugeben. Ich hatte erhofft, aus diesem Tritt mehr zu gewinnen. Aber ich dachte, das Schicksal könnte nach den ersten beiden Malen verstehen, dass es keinen Willen brechen kann. Ich lag wohl falsch. Dann werden wir ihm wiederholen, was wir schon zweimal taten. Sehen wir doch mal, wie sterblich ihr wirklich seid. Die letzten beiden Reisen durch Weltenbäume hatten mit den Schlachten gegen Stimmen des Lebens geendet. Und hier sollte es ein Anfang sein. Sternlicht und Schicksal, zwei Elemente, welche seit kurzem schienen wie eine Einheit. Eine Einheit wie Palkia und Dialga, Raum und Zeit, Wahn und Sinn. Gut, dann eben eine Runde 3, wenn das Schicksal noch mehr wollte. Der primäre Unterschied dieses Kampfes war klar. Während eine klare Überzahl bisher immer große Vorteile brachte, schrumpfte die Überzahl hier und jetzt. Auch die Pokémon-Typen der beiden Stimmen waren für das Team mit Abstand die unpassendsten bisher. Es würde auf zwei separate Kämpfe hinauslaufen. Sol und Asche traten zusammen gegen Dialga, dessen Stahltyp zumindest normale Stärke in Feuerangriffen hervorrief. Selbiges galt für Funkenherz, aber im Falle Palkias. Latira war ein weiteres Mal die einzige mit wahrlich mächtigen Angriffen. Genauer gegen Palkia, dessen Drachentyp ohne Ausgleich gegen eigenes schwach blieb. Im Bewusstsein der bisherigen Stärkeverteilung war Darkrai das dritte Pokémon, welches sich Palkia stellte. Das Duo der beiden Brüder wirkte äußerlich nicht wie die stärkste Kampfmacht. Doch das Auge täuschte. Einer der fortgeschrittensten Emotionskämpfer stand dem Wesen zur Seite, dessen Durst nach Gerechtigkeit oft zum Durst nach Blut umschwappte, wenn die Arroganz des Feindes zu sehr wuchs oder seine Taten zu laut schrien. Und gerade gegenüber der Stimme des Schicksals trat Ersteres ein. Die Dialga hielt sich für einen Gott, er hielt sich für über den Elementen, er hielt sich für alles, nur nicht für sterblich.
Wie sicher konnte man sich in seinem Unrecht nur sein? Pike war etwas bodenständiger. Aber nur etwas. Zumindest erkannte der Herrscher des Raumes, dass er in diesem Moment nicht mehr als ein Lakai Omegons war. Vermutlich fiel ihm das schlicht einfacher, da er bereits seit langem als Stimme des Sternlichtes tätig war. Während die Alge als Stimme des Schicksals wohl glaubte, über allen Elementen zu stehen. Woher kam es überhaupt, dieses Allmachtsgefühl des Schicksals? Es war das Element des ersten Weltenbaumes gewesen, doch ebensomit auch nicht mehr als ein Element eines Weltenbaumes, geführt von einem Weltengeist. Es war in nichts besser als die anderen Elemente. Oder doch? Alles, was es schaffte, was sonst wahrlich fremd war die Kreation der Pokémon aus dem Nichts. Jeder Weltenbaum wurde mehr und mehr mit Pokémon der vorgeborenen Reiche belebt. Der Weltenbaum des Schicksals hingegen wurde mit seinen Bewohnern kreiert. Kam daher dieses Gefühl, diese Selbstverständlichkeit, daher, dass die heutigen Weltengeister einst Pokémon waren, die von der Hand des Schicksals ins Leben gerufen wurden. Es war ein Gefühl von Besitz. Jede Materie war reines Eigentum. Trotz den Nummern zeigte sich, dass tatsächlich Dialga die Stimme wäre, die in ihrem Duell größere Probleme hätte. Auch Palkia kämpfte gegen große Gegenwehr an, allerdings verlief die Schlacht grundlegend deutlich langsamer. Funkenherz konnte mit Paralyse ein Flow erzeugen, dessen Basis Sicherheit der 3 war. Asche interessierte sich wenig für Sicherheit. Er sei ein arrogantes, unrechtes Monster. Jemand, der in seinen Flammen brennen sollte. Sol wäre durchaus bereit gewesen, sicherer vorzugehen. Doch er erkannte schnell, wenn auch er den Druck aufrecht erhielt, konnten sie zu zweit dem Feind praktisch jeden eigenen Spielraum nehmen. Und damit aus ihrer Offensive Defensive gewinnen. Zwar versammelten die beiden Brüder nicht einen einzigen sehr effektiven Angriff, doch mit der Hitze der Sonne und des Zornes brannte selbst das reguläre Feuer durch die noch so stabile Drachenhaut. Diese Wesen sollten mächtiger sein als damals, als die Weltengeister sie als Pokémon bezwangen. Entweder war dies eine Lüge, oder die sogenannten Götter waren damals auf dem Level eines normalen Sterblichen. Nun, und gerade erschuf sich die Gruppe einen riesigen Vorteil durch den endlosen Druck auf Dialga, der somit nicht seine mächtigste Technik Zeitenlärm nutzen konnte, die jedes Pokémon außer ihm auf dem Turm treffen würde. Zwar konnte Palkia Raumschlag nutzen, doch dieser konnte nur auf ein einziges Pokémon zielen. Und das auch nicht unbedingt gut in der Trägheit einer Paralyse. Aber das war ja wohl lange nicht alles, oder? Stimmen des Lebens. Trikefalo und Mew waren es bereits gewesen. Nun folgten Palkia und Dialga. Erstere beiden waren allerdings erst nach einer Weile in ihre wahre Form gewechselt. Und hatten dann einen Kampf geliefert, geprägt von einem Element. Wie würde dies hier werden? Würden Sternlicht und Schicksal sich verbünden? Könnten sie überhaupt kooperieren in einem Kampf, in dem ein Element alles füllen sollte? Und wie genau würde überhaupt Schicksal alles füllen? Beim Sturm hatte es Sinn gemacht. Regen, Wolken, Blitze, Wind. Bei den Schatten hatte es Sinn gemacht. Dunkelheit. Im Forst würde es Sinn machen. Ranken, Bäume, Pflanzen, Insekten. Beim Lunaren würde es Sinn machen. Der helle Schein des Vollmondes. Beim Sternenlicht würde es Sinn machen. Ein ewiger Nachthimmel in hellstem Leuchten. Und beim Schicksal? Es war nur eine Frage der Zeit, bis diese Frage eine Antwort finden würde. Palkia schien zwar noch einiges an Energie übrig zu haben. Allerdings galt dies nicht für den wortwörtlich dahinschmelzenden Dialga. Immer sind es Sterbliche. Ihr müsst glauben, hoffen, denken. Ihr haltet euch für mehr als ihr seid. Tun wir das?
Du bist derjenige, der von seinem eigenen Sieg fest überzeugt war. Und ich weiß ja nicht, wie es soll geht, aber ich spüre keinen Kratzer. Du bewirkst nichts. Gerade tun wir das nicht, das stimmt. Ihr kämpft mit Strategie und lasst diese nicht aufbrechen. Während diese Duelle gedreht, werdet ihr alle bereits tot. Aber dies lasst ihr nicht zu. Geiger! Der Angesprochene wandt sich wieder an den Altar der Zahnräder der Zeit. Ein güldenes Leuchten umgab diesen. Und als der Blick wieder zurückfiel, umgab es auch Palkia. Du hast die Wahl. Du kennst deine Option. Stehe weiter als Jäger und stirb bald. Oder gib dich dem Sternlicht hin. Es ist das Einzige, was dich in dieser Welt retten wird. Meine Treue gehört allein dem Schicksal. Und ein güldener Blitz unterbrach. Palkia fuhr fort. Und das Schicksal steht nun mit dem Sternenlicht. Du sprichst immer von deiner Schicksalstreue. Wie kommt es dann, dass du seiner Wahl des Mitstreiters nicht traust? Wie kommt es, dass du dich dem Sternlicht erwehrst? Bist du wahrlich dem Schicksal treu? Oder hast du nur jedes andere Element? Willst du wahre Treue beweisen? Du weißt, was zu tun ist. Das Licht wurde greller und der so stolze Zeitgott schien zwischen Optionen hin und her gerissen. Doch seine Entscheidung sollte bald folgen. Wieder riss sich der Gott zum Altar herum und trat in das goldene Licht. Woraufhin eine grelle Spur die beiden Feinde verband. Greller und greller wurde das Licht, breiter und breiter die verbindende Spur. Und dann der altbekannte Lichtblitz, welcher den gesamten Raum erfüllte. Das Team um Asche gruppierte sich erneut zusammen, nun im Angesicht eines neuen Feindes. Der Himmel wurde finster. Oder wurde er das? Sofortig schien die Nacht einzubrechen, eine ewige Nacht ohne Mond. Doch der Himmel war völlig durchzogen von grellstem Sternlicht. Und beinahe wie eins mit den Sternen zog sich eine riesige Gestalt mehrfach um den Turm. Eine Gestalt, deren Anblick niemandem fremd war. Doch die innige Furcht konnte nie vergehen. Ein Abbild der Gestalt Omegons.